Oh, wie kann ich das denn ändern? Boah, das ist jetzt wieder was, was mir doch ein bisschen komplizierter fällt. Ich frage mal eben nach einem Tipp, was er mir Achso, Tipps gibt es nicht mehr. Okay. Nur noch Optimierungsziele und diese Aufgabe erstmal überspringen. Was sind die Optimierungsziele? Neun Befehle. Okay. Neun Befehle. Alles klar. Alles klar. Ja. Ich kann ja jetzt schlecht ich sag mal, einen Step machen. Weil dann würden die alle ja in die gewünschte Richtung laufen. Das wäre ja Schwachsinn. Pickup haben wir ja schon. Drop wäre auch Blödsinn. Kann ich das eventuell... Kann ich das eventuell... Warte, einen Step runter, den aufpicken. Ah, stimmt, der Drop ging ja nicht so. Stimmt, das war ja das was anderes. Ich habe jetzt gerade überlegt, eventuell könnten wir die ja woanders aufpicken lassen, beispielsweise hier. Dann würde die nichts aufpicken, aber das wäre mir jetzt erstmal scheißegal. Und dann droppen. Ich will mal gucken, wenn ich das jetzt mal als Jump mache, was dann passiert. Ah, fuck. Pick up da. So. So. Schön. Ich verfolge nochmal, warte. Okay, die sieben bleibt da. Na, stimmt, er schnappt sich die Nummer. Zieht die hoch. Er schnappt sich die Nummer, die legt er dann da ab. Kann ich eventuell. Oder ich überlege jetzt gerade, wenn ich sage, irgendwie mit dem Loch. Ist dort ein Loch. Warte, ich mach das einfach mal hier rein. Warte mal. Neu, komm. Ist da ein Loch. Dann. Dann gehst du. Boah, ist da. Also der steht ja hier unten. Ist da ein Loch? Gehst du, okay, ist da ein Loch? Dann mache ich hier vielleicht. Ich werde das jetzt ja erst kompliziert machen und gucken, ob ich es danach irgendwie optimieren kann. Ist da kein Loch? Gehst du weiter? So. Mit einem schönen Jump da rein. So was hier. Bis dann Loch ist. Wenn dann Loch ist. Droppen. So, anfangs müssen wir natürlich erstmal einen Step runter machen. So, ist da ein Loch? Das wird. Na, ist da ein Loch? Ja, da ist ein Loch. Dann gehen wir so rum. Ist da ein. Ist da kein Loch? Ich verwirr mich gerade selber, tut mir leid. Ist da jetzt kein. Ist da jetzt ein. Mann. So, nachdenken. Ich muss gerade mal kurz runterfahren, wieder hochfahren. Weil ich gerade so viel im Kopf habe, was ich irgendwie sagen möchte und in die Reihenfolge bringen will, dass ich mich gerade selbst verwirre. Ich lasse das mal einfach nur durchlaufen und gucken, was jetzt gerade passiert. Mhm. Okay. Ich habe ja noch kein Pickup gemacht. Pickup kommt jetzt mal. Was passiert jetzt? Aha.
Das ist ein. Ah! Ist da ein Loch oder ist da ein Dartenwürfel? Ja. Das ist besser. Das ist besser. Wir machen noch einen zweiten Jump rein und zwar ganz ans Ende. Nee, nicht ganz ans Ende nicht. Wir machen den zweiten Jump hier rein nach oben. So. Was? Okay. Ist da ein Loch? Eigentlich müsste der doch droppen. Warte, ich gehe mal Reihe für Reihe durch, so. Die sind schon alle fertig, warum auch immer. Voilà. So, einmal kurz alles durchgehen. Jetzt ist er wieder hier oben. Jetzt fragt er eigentlich wieder ab. Ist da kein Loch und kein Dartenwürfel? Hä, das ist. Ich drehe das mal einmal kurz um, damit man besser verstehen kann. So. Also ist. In dem, also ist, wenn er jetzt hier steht, ist da ein Loch oder ein Dartenwürfel. Dann droppt er das Ding. Wenn da keiner ist, kein Loch und kein Dartenwürfel, dann läuft er weiter. Da hier ein Loch ist, sollte er es eigentlich fallen lassen, aber er macht es nicht. Warum? Warum? Ah, jetzt macht das okay. Alles klar. Gut. Ich mache hier jetzt trotzdem mal eben den Jump rein. Das Ganze nochmal zu testen. Also die fangen hier immer wieder an. Oh, ich bin auch ein Vollidiot. Ah, ich muss doch jetzt Step reinmachen. Also wenn hier kein Loch sein sollte auf der linken Seite, für uns auf der rechten Seite, dann laufen die erstmal in die Richtung. So. Sehr gut. Haha, ups. Ich meine natürlich, sehr gut. Mein Gott. 11 Befehle, gut. Wir haben auch 2 Sekunden länger gebraucht. Wir können aber kurz gucken, ob wir es auch optimieren können. Beziehungsweise, wir können es optimieren, ja, aber ob ich es finde. Ob ich das Ganze finde mit dem Optimieren. Bei 2 Sachen müssten wir rausnehmen, bis es dass es funktioniert. Ich bin mir noch nicht sicher, finde ich es auf die A auf Anhieb? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also da müsste mir helfen. Ich finde es jetzt auf Anhieb nicht, was ich jetzt ändern könnte. Ich weiß nicht, ob das hier als 2 Befehle geht oder als einer.
Es sollte. Ja, es ist ein Befehl, ja. Habe ich ganz vergessen. Sind die Nummern dazu? Else ist noch ein einzelner Befehl, okay. Theoretisch kann ich das ja hier so wegnehmen. Da haben wir schon mal 10 Befehle. Aber irgendwas müssen wir noch wegnehmen. Irgendwas müssen wir noch wegnehmen, was wir machen können. Also ich hatte jetzt gerade überlegt, eventuell den Pickup nach unten zu setzen, aber es wird es nicht bringen. Weil wenn das Ganze droppen soll, dann muss er wieder runterlaufen. Also dann würden wir uns den Step nicht sparen. Den obersten Step hier. Was könnten wir... Aber funktioniert das überhaupt jetzt so? Das will ich mir überhaupt... Müsste ich jetzt erstmal testen. Sie freuen sich auf jeden Fall. Sehr gut. oder laufen sie noch runter, alles klar. So, wir sind bei 10 und die Zeit ist halt ein bisschen länger. Gut. Okay, könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr was habt. Ich muss mir die notieren mal, die Kommentare. Die notiere ich mir mal und dann werte ich die mal, sag ich mal, ich werte die nicht aus, aber wenn wir das Ganze mal im Stream machen sollen zur Verbesserung, dann werde ich mir das Ganze mal zu Ratschlag nehmen. So, wir sind bei 20 große Daten. Oh, große Daten. Hier haben wir übrigens den Schredder bekommen. Schreddern, hier haben wir jetzt den Drucker bekommen. Also große Daten, wir müssen wahrscheinlich jetzt ganz viel drucken. Und hier müssen wir dann später drucken und sortieren. Und hier auch. Billigbrigade. Okay. Meine erste Erinnerung. Das klingt alles sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt hinkommen heute. Wir haben ja schon einiges geschafft. Aber jetzt geht's los. In all den Jahren habe ich viele Arbeitskräfte, wie sie bewertet. Aber auch sie bewerten mich. Und Einstufungen sind voll im Trend. Auf einer Skala von 0 bis feindlich gesinnt, 0 feindlich gesinnt bis 99 ein makelloses Exemplar der Führungsseite. Wie würden Sie mich einschätzen? Nun, jetzt wissen wir es. Ich werde nur schnell diese Bewertungsbögen ausdrücken und dann werden wir sehen, wie ich abgeschnitten habe. Arbeiter, bitte nehmen Sie die Datenwürfel mit den Bewertungen aus den Druckern. Aber wenn Sie eine Zahl kleiner als 50 aufheben, werfen Sie sie doch bitte einfach in den Schredder und drucken eine neue aus. Alle Arbeiter müssen eine Zahl größer oder gleich 50 halten, haben. Ja, ich bin großartig. Und die Daten belegen es. Alles klar. Okay, jetzt müssen wir passend drucken. Ich trinke mal ganz kurz was. Gut. Ah, das tut gut. Das tut sehr gut. So, dann würde ich erstmal sagen, mein Ding. Was? Also erstmal ist da ein Drucker. Dann, ne? Warte mal. Ist da ein Drucker? Ne, ich mache das mal mit. Ist da kein Drucker? Steppen runter. Ist da ein Drucker? Dann nehmen wir die Zahl auf. Von da, vom Drucker halt. Und dann schauen wir nach. Ist die. Ist mein Ding. Ist mein Ding. Mindestens eine 50 halten. Okay. Also kleiner als 50. So, komm her, komm her, komm her. So. Kleiner als 50. Dann gehen wir das Ding nach da ab. Wenn nicht, ist okay. Dann ist halt Ende.
Ich weiß nicht, müsste so funktionieren. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das Ende können wir auch weglassen. Ich nehme das Ende mal raus, können wir später vielleicht mal einfügen. Wir schauen mal eben nach. Was? Habe ich irgendwas vergessen? Ein Step runter, Tag. Warte. Ich glaube, ich habe das vergessen. Ich bin mir nicht sicher. Und zwar ein Jump habe ich, glaube ich, vergessen. Ich weiß nicht, reicht das, wenn ich den so einfüge? Okay, das scheint schon mal zu funktionieren. Gift zu. Wenn das Ding größer ist, machen wir einfach einen Step nach oben. Beziehungsweise, wir können einen Step nach da machen. Das sollte, glaube ich, reichen. Wir machen das Ganze einfach mal. Nicht ganz. Nicht ganz. Okay, wir müssen ein bisschen umstellen. Wir müssen ein bisschen umstellen. Ist da ein Drucker? Gehen wir runter. Beziehungsweise ist da etwas. Also ist da etwas nicht, geht's runter, gehen wir runter, wenn ich take from. So ungefähr. Ich weiß nicht, ob die eben jetzt die Dingens klauen. Ich könnte das eventuell so machen. Der vorderste kontrolliert die und reicht die nach hinten einfach durch. Wäre das eventuell einfacher? Dann kommt das Step hier weg, dann gibt das, kommt das Take. Na komm. Take there und Step nach da. Also sprich, der geht ja hier rum, wirft das Ding, geht er dann rüber, wirft das Ding hier rein. Und dann muss er wieder zurücklaufen. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Hey, was? 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 Aber ganz von neu starten. Ja, gut. Ist da. Ja, ist da. Was kann ich da nehmen? Ist da, ist da, ist da. Ist da ein Datenwürfel eventuell? Wenn nicht steppen, wenn nicht, wenn doch nehmen. Hä? Da liegt doch ein Datenwürfel. Okay, dann füge ich hier oder ist da. Kein Drucker. Wie es ja auch heißt. Okay, schau mal nach. Ja, da. Ich habe zweimal Datenwürfe. Nicht schreiben. Nein, 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 Drucker. So. Man sollte es auch richtig auswählen, sonst funktioniert es nämlich nicht. Ich check das mit dem Ohr nicht. Ah, dann.
umgekehrte Denkweise. Okay, es funktioniert trotzdem. Gut, der eine oder andere hat jetzt Pech. Ja, diese Lösung scheint mir akzeptabel. Völlig kompliziert, aber egal. wir haben 10 Dinger geworfen, wie viel war maximal drin? Ich bin mir sicher, solch einen gut bewerteten Manager über sich zu haben, ist für sie alle eine Inspiration. Die sind wirklich alles sehr hoch. 80, 80, 80, immer eine 70, dafür sogar eine 90. Die sind aber zweimal 90. Einmal eine 60. Oh, der hasst die. Der hasst die volle. Der hasst die komplett. Okay, wir schauen mal nach. Wir haben 10 gebraucht, ja gut. Und unsere Zeit. Ja, das müssten wir eigentlich optimieren können. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, jetzt ist mir langsam was klar geworden. Wenn hier das drin steht, ist da ein Datenwürfel und ein Drucker. Also da muss beides vorhanden sein. Jetzt muss nur eins von beiden vorhanden sein. Wenn ich aber jetzt beides auf nichts mache, ist da kein Datenwürfel oder kein Drucker. Ist ungefähr das gleiche wie mit End und einem. Also das ist verkehrte Welt hier. Ich mache das jetzt mal hier so und so. Und wechsle das Ganze einfach mal um. Also das kommt jetzt mal nach unten. Das kommt nach oben. Das ist mein Ding, Alter. Das klingt auch so völlig durcheinander. So. Aber wie kann man jetzt... Warte mal. Das sollte ich mal nach oben machen. Wenn das Ding größer ist, dass das nach oben weitergibt. So, es müsste, glaube ich, ein bisschen schneller gehen. Man sollte es auch richtig ändern. Nochmal. Gut. Die wollen es jetzt nicht annehmen. Take from. Von da. Wenn dort keiner steht, dann müssen sie... Jetzt wird der Code wieder zu lang, ne? Jetzt wird der Code wieder viel zu lang. Ey, brauche ich ein... Ich brauche den Jump doch gar nicht. Fällt mir mal gerade auf. Ich brauche den verfickten Jump nicht. Ich könnte jetzt beispielsweise einfach sagen... ich brauche den Step auch nicht. Also, alle machen Step runter. Wir bringen es mal erstmal auf den Nullpunkt. Also, alle machen Step runter. Einmal alle runter. Der Vorderste nimmt dann. Nimmt sich das Ding von vorne runter. Wir machen das Ding jetzt einfach mal weg. Der Vorderste nimmt sich. Nimmt sich den ersten Würfel. Richtung von da. Beziehungsweise. Take from kann ich ja machen. Take from there. Nimmt sich den ersten Würfel und checkt den durch. Ist das Ding, ne? Sein Ding. Kleiner als 50. So. Ah, ein bisschen höher. So. Kleiner als 50. Dann. Dann. Gibt er das Ding nach da ab und macht einen Step zurück. Wenn das Ding größer ist als 50, dann im Moment. Dann gibt er das Ding Give to nach oben. Beziehungsweise, wenn nicht, einfach... Reicht das nicht sogar so mit einfach mit einem Jump?
Soll ich einfach so einen Jump reinmachen? Mal kurz testen. Top. Guck mal, das ist Teamarbeit. Das ist Teamarbeit. Welche Gruppe ist schneller? Kennt man früher aus der Schule. Welche Gruppe ist schneller? Und die in der Mitte war schneller. Nee, doch nicht. Die in der Mitte doch noch nicht. Alter. Oh, die eine Gruppe hat so Pech. Die hat einfach nur Pech mit den Nummern. Oh, die hat einfach nur Pech. Okay. 8 Befehle, wir haben es mit 6 geschafft. Ah, ihre Lösung hat eine durchschnittliche Zeit von 35. Ziel ist 32. Wir machen das nochmal, weil die Gruppe hatte gerade einfach Pech. Die hat nur niedrige Nummern gezogen. Die hat nur niedrige Nummern gezogen. Das war so. Boah, das war so Pech. Ich weiß nicht, ob das mit Glück hier zu tun hat, mit den Zahlen. Das scheint mir viel mit Glück zu tun. Jetzt hat der eine Gruppe fertig. Jetzt kommt die andere Gruppe auch nicht ganz dran. Jetzt hat die mittlere Gruppe Probleme. Jetzt hat die mittlere einfach übelst den Arsch auf. Jetzt sind fertig, jetzt sind sie fertig. Jawohl. Das scheint mir doch eine gute Lösung zu sein. Wir schauen mal ganz kurz nach. Ist die Geschwindigkeit runtergegangen? Jawohl. Jawohl, das sieht doch schon mal gut aus. Aber, ne, doch nicht. Ah, 34 Sekunden, schade. Ziel ist 32. Ah, fuck, schade. Ich dachte doch. Okay. Ah, also, hier steht ja auch, in vielen Fällen kann es nicht, ist es nicht möglich, beide gemeinsam eine Lösung zu optimieren. Aber, in dem Falle doch. In dem Falle doch. So. Wir starten weiter mit Nummerspiele. Ich mache diesmal eine schöne Großaufnahme, ich freue mich schon tierisch. Nummerspiele. So, beziehungsweise Großaufnahme in Anführungsstrichen. What the fuck? Würfeln! Würfeln. Würfeln. Worauf landen sie? Niemand weiß es. Wenn sie den Play-Knopf drücken, stoppen alle Datenwürfel bei einer zufälligen Zahl. Nur die Arbeitskraft mit der höchsten Zahl darf bleiben. Was? Ich würde es jetzt mal auf den Zufall ankommen lassen. Und zwar, wenn ich, ich mache das jetzt mal komplett auf Zufall. Also, ist das Ding, was man hat. Kleiner als... Ich mache mal kleiner als 90. Dann steppen. Oh, eine 99. Ah, oh, ich. Ah. Oh. Okay, war mal höher. Mal 95 mal. Ich glaube. Ich weiß nicht, ob das hier so ist, dass mindestens. Oh. Das haben wir hier immer so für Durchschnitt. 92, okay. Ah, gehen wir auf 92. Mach mal kleiner gleich. Kleiner gleich. Ich weiß nicht, ob das hier zufällig bestimmt ist. Alter, das kann doch nicht sein. Tipp, Tipp von dem Vorgesetzten. Ich lese das hier nochmal. Das ist hier oben, brauche ich ja nicht. Wohl doch. Alle Arbeitskräfte müssen den Datenwürfel direkt vor sich aufheben. Nur die Arbeitskraft oder die Arbeitskräfte mit den höchsten Datenwürfeln dürfen bleiben. Alle anderen Arbeitskräfte sind dazu angewiesen, sich mit ihren Datenwürfeln in ein Entsorgungsloch zu stürzen. Tipp von dem Vorgesetzten: Möchten Sie Ihr Ding mit dem Ding Ihres Nachbarn vergleichen, verwenden Sie If-Anweisungen, um mein Ding mit dem Feld, auf dem Ihr Nachbar steht, zu vergleichen. Ihre Arbeitskräfte sind schlau genug zu wissen, dass sie ihre Dinge vergleichen sollen.
Alter, das klingt so falsch. Das klingt so falsch, sie mit ihren Dingern. Perfekt. Alter, beste Zeit. Durchschnitt eine Sekunde.